Ja, ein herzliches Willkommen zum nächsten Projekt. Rage 2 steht an, erster Teil haben wir jetzt ja fertig. Und da bin ich, sag ich mal, gespannt, wie sich der zweite Teil so machen wird. Ich glaube, ich habe mal irgendwie so eine halbe Stunde reingeschaut. Aber habe auch hier versucht, mich einigermaßen spoilerfrei zu halten, dass ich da möglichst unbefangen reingehen kann. Ich werde wahrscheinlich auch, also ich glaube, so ein paar, ein paar Sammelobjekte gibt es hier auch wieder. Da werde ich dann mich mal wie üblich mit Guides dran machen, dass ich da nicht zu lange suchen muss oder da zu viel Zeit verschwende. Der Rest wird dann aber soweit eigentlich blind werden. Eingestellt ist soweit, glaube ich, alles. Dunklinger Raketenwerfer, aha. Wahrscheinlich hier auch wieder ein paar Anspielungen auf die anderen It-Software-Titel. Und von daher, mal schauen, was es wird. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Wir starten ein neues Spiel. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Viel Spaß auf jeden Fall jetzt erstmal mit dem Intro. Ja, ich glaube, hier werde ich auch tatsächlich wieder auf Normal spielen. Ich befürchte, dass die Gegner ähnlich viel aushalten wie im ersten Teil. Von daher, das hat ja dann mit Normal ganz gut gepasst. Pläne für diese Welt, für unsere Erde, gesäubert durch die Gnade des Meteors Apophis. Und was für Pläne wir hatten. Alle vereitelt von einem Mann, Nicholas Rain. Ein einziger Knopfdruck zerstörte unsere Zukunft. Die Archen erschienen, die Ecopods kamen herab. Viel zu früh. Das Leben kehrte ins Ödland zurück. Ein neuer Kreislauf des Lebens entstand, so wie wir es für unsere eigene Spezies geplant hatten. Die dummen, überheblichen Massen durchkreuzten unsere Pläne. Die Säuberung unserer geschwächten Spezies blieb aus. Anstatt unsere Hilfe anzunehmen, wählten sie selbstsüchtig ihre eigene, jämmerliche Existenz. Welch Hybris. Sie hielten uns für besiegt. Wir ließen sie in dem Glauben und zogen uns unter die Erde zurück. Wir sahen ihre mickrigen Konflikte, ihre sinnlosen Revierkämpfe, ihre kindischen Versuche, Ordnung ins Chaos zu bringen. Und wir erstarkten. Unsere Technik, unser Wissen, alles zusammen. Alles für nur einen Moment. Die allumfassende Auslöschung der Schwachen. Der neue Mensch. Wir reißen ihre Verteidigung nieder. Wir nehmen uns ihre Lager. Wir nehmen uns die Archen. Wir machen ihre Siedlungen im Erdboden gleich. Heute Nacht beginnt die große Säuberung. Heute beginnt die Wiederauferstehung der Obrigkeit. Was zum Teufel ist da draußen los? Nichts Gutes. Also ausgerüstet und los geht's. Okay, auf die Straße von Rage 2. Genau, wir könnten hier tatsächlich anwählen, ob wir einen Mann oder eine Frau spielen. Ich spiele, wenn wir die Wahl haben, natürlich den Mann. Das ist eine Übung? Klingt nicht danach. Das ist bestimmt keine Übung. Wir sollten los. Geht's jetzt los? Ja, schnapp dir deinen Kram. In Ordnung. Ranger. Was ist das? Sieht gut aus, würde ich sagen. Ah, Wingstick. Jawohl. Ich sichere die Tür. Komm
schon, Lilly, das war mein Kill. Du musst eben etwas schneller sein, Walker. Lilly, mehr Familie hatte ich nie. Wir wuchsen hier in Wineland auf. Ihre Mutter ist ein echter Drill Sergeant. Ich bin eine Waise, ich habe keine Mutter. Aber davon gibt's noch jede Menge mehr. Ich sage dir, das hier ist es. Gut. Dann machen wir sie platt. Komm schon! Los geht's! Ja, das war's mit dem zweiten Charakter. Ich dachte, okay, jetzt machen sie dann Buddy-Mission draus. Also ich hatte sie nicht mehr im Kopf, dass der direkt stirbt. Ah, die fallen natürlich mal nach einem Kopfschuss um. Praktisch. Ich glaube, ich stelle aber tatsächlich nochmal kurz die Info-Tutorials, Fahrzeuge. Doch noch nicht alles eingestellt. Ich stelle mir die Untertitel mal noch ein. Das stimmt soweit. Ich dachte, ich hätte Untertitel eingestellt gehabt. Seid ihr in der Grafikeinstellung? Bethesda mitwirkende. Ich glaube, anmelden könnte ich mich auch mal nochmal. Allgemeine Einstellung, das dürfte es wahrscheinlich sein. Ah ja, hier. Dann ändern wir das doch mal. So, sehr schön. Dann legen wir mal los. Hi. Ziemlich knapp. Kein bisschen. Da wird das mit Zählen schwer. Zahlen sind mir egal. Den scheinbar nicht. Walker, wir brauchen dich im Hof. Sofort. Sind unterwegs. Lilly auch. Ranger Jersey ist dabei, die anderen Siedlungen zu warnen. Sie müssen Bescheid wissen. Klingt ziemlich übel. Laut Combox soll das der größte Angriff bislang sein. Das ist kein Witz. Dann los, verdienen wir uns ein Fleißbändchen. Okay. Es läuft angenehm rund und flüssig, muss ich zugeben. Feldtrizellen. Sammel Feldtrizellen von besiegten Gegnern, um Gesundheit zu regenerieren. Aha. Denke daran, dass Feldtrizellen sehr instabil sind und sich auflösen, wenn du sie nicht schnell genug aufhebst. Sind im Hof auf uns. Dort geht's am heftigsten zur Sache. Okay, aber ich muss ja noch looten. Gesundheitsinfusion. Hast du viel Schaden erlitten, benutze eine Gesundheitsinfusion, um Lebenskraft zu erhalten. Mit T. Moment, geht's ja noch. Komm schon, wir müssen hier weg! Dicker Brocken! Was zum... Ein Ranger! Nicht irgendein Ranger! Das ist Jersey! Hat ihm den Kopf abgebissen. So viel zu Ranger Jersey. Da hilft doch kein Defi mehr. Das stimmt. Jetzt hängt alles von mir ab. Ich nehme diese Rüstung. Okay. Fuck. Mom killt dich, wenn du mit der Ranger-Ausrüstung rumspielst. Aber da steckt immer noch reichlich von Jersey drin. Ja, das ist unsere einzige Chance. Oh, yeah. Das ist noch besser, als ich dachte. Cool. Okay, das ist wohl die Garage. Bin unterwegs. Können wir wieder auch noch was loot? Scheinbar nicht. Das hätte sich bestimmt gelohnt. So, Waffenwechsel mit Q kann ich wechseln. In Ordnung. Hey Walker, Sergeant Mom braucht dich im Hof. Beeilung. Sergeant Mom.
Wingstick. Mit G. Ah ja. So ganz funktioniert's hier nicht. Jetzt aber. Oh, die Waffe ist neu, wie mir scheint. Sehr cool. Wer möchte denn hier nochmal gegrillt werden? Aber ja, finde ich das ganz witzig gemacht hier am Anfang. Ups. Das ist am Anfang so, dass halt irgendwie so ein bisschen mit den typischen Erwartungen gespielt wird. Glaubst halt, die Leute werden dich jetzt länger begleiten und die sterben halt nach, keine Ahnung, nicht mal einer Minute Screentime. Granaten. Okay. Granat abdrücken und Gadget wechseln können wir mit X. Okay. Heißt. Aber Gunplay gefällt mir tatsächlich deutlich besser als beim Vorgänger. Einfach weil die Waffen halt immer mehr Schaden machen. Neidisch, Lilly. Verdammt, ja. Ohne diese Nanotriten-Scheiße wäre ich definitiv der jüngste Ranger geworden, der jemals vereidigt wurde. Ja. Tja, wir waren halt ein bisschen schneller. So, Fokus. Steuerung gedrückt halten. Ach, und wir können auch Feldritt anziehen. Oh, da unten ist noch jemand. Da Pritzel. Naja, wir sind unterwegs. Keine Sorge. Was ich gefunden habe. Walker, wo bleibst du? Komm her! Moment, bin fast da. Muss ja noch Zeug looten, sorry. So, passt doch. Da wir ja scheinbar noch Zeit haben, lohnt es sich hier hochzuklettern? Muni ist zum Beispiel nicht verkehrt. Wir bauten einen lila Leiter hin. Ihr seid mir mal ein paar Leutchen. Mal gucken, ob wir mit den Wingsticks noch was anfangen können. Nachschub, wie mir scheint. Lebst du ja noch? Na, wahrscheinlich wird das hier auch wegsprengen können, ne? Zieht das irgendwas ab? Was sie uns auf der Akademie über die Ranger-Rüstung erzählt haben. Zerfetzt deine Feinde, sobald der Overdrive aufgeladen ist. Okay. Ein paar Granaten oder so? Du gehörst zu uns. So, Overdrive. Töte Gegner schneller. Uff. Abfolge, um den Overdrive aufzuladen und deinen Schaden zu erhöhen. Ist voll aufgeladen, kannst du mit V aktivieren. Ja.
Das war nicht schlecht. Na ihr? So, wir sind effizient. Ah, ich muss gerade mal die Dings noch einschalten, dass die Achievements angezeigt werden. Etwas Nahkampf, gut zu wissen. So. Mal das Zeug her. Danke. So, Mission haben wir aufgeladen, aber brauche ich auch gerade nicht. So, Moment. Stellen wir das gerade mal um. Und dann dürftet ihr hoffentlich gleich wieder Bild haben. Jawohl. So, jetzt sollten dann auch die Achievements mit drin sein. Also mit aufgenommen werden. Bin unterwegs. Glaube ich zumindest. Repariert den Störsender. Sofort. Ich brauche Leuchtfeuer. Naja. Die Verwundeten aus der Gefahrenzone. Los. Die Kanone braucht Muni. Munition. Los, los, los. Du, sieh sofort nach Ranger Jersey. Liebe alte Tante Prowley. Ruhmreiche Kriegsheldin, Ranger und Vorbild besonders für Lily. Sie nahm mich auf, als meine Eltern starben. Die härteste Mutter, die ein Waisenkind haben kann. Melde mich zum Dienst. Zu mir! Das ist Jerseys Rüstung. Jersey wurde umgebracht. Wenn du seine Rüstung anlegen kannst, kannst du auch seinen Job machen. Was zur Hölle? Verdammt, raus! Und einfach zu treffen. Unmöglich! Er sollte tot sein! General Cross? Weiter schießen! Gebe der ersten Generation! Tötet alle anderen! General Cross, der fiese Anführer der fiesen Obrigkeit. Unser Albtraum wie aus einer Gruselgeschichte für ungezogene Kinder. Keine Ahnung, ob Prowley sie nicht mehr alle hat oder ob es stimmt. Aber wenn es stimmt, dann wird er sterben. Du Verdammter! Bleib zurück! Das ist ein direkter Befehl! Pass auf! So eine Überraschung. Ich wollte das Leben der ursprünglichen Arkisten verschonen. Für Experimente. Aber für dich mache ich eine Ausnahme der guten alten Zeiten willen. DJ! Letztendlich hatte mir dein Versagen ja einst mein Leben gerettet. Vielleicht geht ein bisschen Starthilfe. Gut. Warte! Fuck! Ich war bei Bewusstsein! Ja, warst du. Aber deine tolle neue Rüstung brauchte Saft. Das ist alles?
mehr ist nicht übrig? Etwa 20 Überlebende. Wir durchsuchen noch die Ruinen. Ich sah Brawley. Es war General Cross. Er... Meine Mutter. Er hat sie getötet. Keine Ahnung wie. Aber wir stoppen sie. Und dann breche ich diesem faltigen Wichser persönlich das Genick. Ich habe die Geschichten nie geglaubt. Die Rückkehr der Obrigkeit. Jetzt ist sie da. Und wir müssen etwas gegen sie tun. Mom wusste, was zu tun ist. Die Ranger auch. Warte mal. Sie haben ihre Daten, ihre Protokolle im Presidio gespeichert. Der Ranger KP? Spinnst du? Da kommen nur Ranger rein. Sieh mich an, Lily. Ich bin der letzte Ranger. Scheiße, ja. Das stimmt wohl. Okay. Da werden die ganzen Dings. Ich habe gerade so ein bisschen Flashback an. An Wolfenstein New Order. Beziehungsweise Wolfenstein 2 war es ja, wo Caroline stirbt. Ich meine, optisch haben sie auch Ähnlichkeiten mit Caroline Totenkopf, die beiden gehabt. Das ist jetzt Doom-mäßig. Aber ja, wie gesagt, bisher bin ich sehr zufrieden. Es läuft noch alles schön flüssig. Mal gucken, wie es nachher mit der Open World aussieht. So. Das wäre das Wine. Ach, mit R können wir das dann komplett anschauen oder als gelesen markieren. In Ordnung. Aber ja, ich bin tatsächlich schon mal sehr positiv überrascht. Tutorials, ja, das mache ich vielleicht zwischen den Folgen mal weg. Betritt das Präsidio. Ist okay, wenn ich gehe? Ja, Walker. Zieh du deine krasse Ranger-Scheiße durch, während ich hier für Ordnung sorge. Wird gemacht. Na. War aber auch cool, dass hier jeder Tote von uns einen Namen hat. Die irgendwie Leiche Nummer 5. Na gut, die nicht. Die sind zu sehr zermatscht, dass es wahrscheinlich nicht mehr festgestellt werden kann. Ich helfe dir mal gerade, ne? Erste Generation, Soldat. Wie viele sind noch da? Niemand, Sarge. Kein einziger. Fuck, verdammt, sind alle tot? Keiner hier, Sir. Nirgends einer zu sehen. Haben sich doch nicht in Luft aufgelöst. Es muss Leichen geben. Ich will die Leichen sehen. Ich sage doch, sie haben sie mitgenommen. Alle sind weg. Alle von der ersten Generation. Ihr seid echt ein bisschen durch. Ja, genau. Sprinten. Läuft ja soweit. Kann ich da drunter durch? Nee. Das wird leider nichts. Aber hier ist halt auch echt nichts mehr. Nicht mehr allzu viel zu machen. Das Granaten, die ihr da hängen habt. Okay, wir gehen quasi den Weg jetzt nochmal zurück. Mehr oder weniger. Na dann. Hoffentlich hast du hier was für mich, Crowley. Unbekannter Eindringling. Dies ist das Präsidio-Sicherheitsprotokoll. Nimm
Corporal Walker. Ich suche nach Informationen über Ranger-Einheit Sergeant Irina Prowley. Wird verarbeitet. Sicherheitsprotokoll außer Kraft setzen. Walker, wenn du diese Nachricht siehst, hat es uns härter getroffen als je zuvor. Ich bin tot und Weinland ist zerstört. Das heißt, du bist der einzige lebende Ranger. Und die Obrigkeit ist zurück und muss bekämpft werden. All diese Jahre habe ich dich vom Ranger-Dasein ferngehalten, weil ich hoffte, du würdest bei einem Angriff verschont, der auf Ranger und Alte zielt. Du bist die Geheimwaffe. Sorry, dass ich es nie erzählt habe. Du hast jetzt vollen Zugriff auf Vinelands Primärarche und die Technologie dahin. Der alte Kühlschrank. Stell dir vor, hunderte Jahre daran zu stehen. So wie ich. Deine Eltern, alle ursprünglichen, gefroren wie Eis am Stiel. Von hier kamen wir, um die Obrigkeit zu vernichten. In der Arche befindet sich ein IT-Erweiterungsverteiler. Mein größtes Geschenk an dich. Ein Gerät, das die Nanotriten in deinem Blut verstärkt und dir, naja, Superkräfte verleiht. Anders kann man's nicht sagen. Geh in die Arche und aktiviere ihn. Mal sehen, was für eine Überraschung du für mich hast, Geister Prowley. Sie mag tot sein, aber sie hat immer noch das Sagen. Ja, ich glaube, so schnell werden wir die nicht los. Okay, aber das soll es dann mal für die erste Folge hier gewesen sein. Oh, eine Banane. Und ein Elektrorad, mehr oder weniger. Ja, ich bin gespannt, was noch kommt. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin. Macht's gut und ciao, ciao.